Es müssen also jedenfalls Optimisten gewesen sein, die damals Österreich gegründet haben. Heute haben wir wieder Optimismus gegen Pessimismus und wir möchten es gleich ganz scharf angehen. Ich glaube, es ist sinnvoll, in dem Fall ist wohl der Pessimist der Herausforderer, wenn ich mich an Sie, Ulrich Horstmann, wende. Sie sind akademischer Lehrer, ohne wirklichen Lehrstuhl, aber sehr fleißig als Literat und formulieren Ihr Thema am schärfsten von allen, würde ich sagen. Übrigens wunderschön zu lesen. Ich bedauere, dass man das Ganze nicht jetzt einmal vorlesen kann zu Ihrer Vorstellung. Ihr Hauptbuch, nämlich Das Untier. Vielleicht eine Frage zur Klarstellung. Sie schreiben da in der Widmung, die ich verkürze, gewidmet jenen, die Wissenschaft von Satire wohl zu unterscheiden vermögen. Das kann heißen, dass Sie nicht als Satiriker betrachtet werden wollen. Kann natürlich auch heißen, dass Sie uns hier andeuten, Ihre ganze Apokalypse könnte eine besonders raffinierte Form von Satire sein. Wir sind im Lande Helmut Qualtingers. Können wir sicher sein, dass das Ganze nicht ein nachtschwarzer Practical Joke ist? Nee, können Sie nicht. Können Sie nicht. Das liegt aber, glaube ich, an der Natur der Sache. Denn was mich interessiert hat, ist gerade die Interferenzzone, also der Bereich, wo konsequente Philosophie Satire wird, in Satire umschlägt und wo Satire die beste mögliche Philosophie ist. Ich möchte aber eins richtigstellen. In meinem Buch und im Jahre 2000 geht es nicht um einen Weltuntergang. Es geht vielleicht um die Menschheitsdämmerung, es geht um einen drittklassigen Planeten, wie wir inzwischen im Gegensatz zum Jahre 1000 alle wissen. Es geht um einen Vorgang, der, wenn er Realität wird, wenn er Wirklichkeit wird, im intergalaktischen Kurier nicht einmal auf der bunten Seite erscheinen wird. Ja, und der Vorgang wird Ihrer Meinung nach nicht am 1.2000 erfolgen, aber dieser Vorgang ist Ihrer Meinung also nach unvermeidlich und sogar wünschenswert. Die Menschheit hat sich schon immer durch ein eigenwilliges Timing ausgezeichnet. Ich würde so zusammenfassen, das, was dieser Text, dieses Buch vorstellt, ist Eventualitätsphilosophie. Das heißt also, ein Denken, ein Rechnen mit der schlimmsten aller Möglichkeiten. Und wenn diese Möglichkeit eintritt, dann haben wir fürs Philosophieren keine Zeit mehr, weil es dann keine Philosophen mehr geben wird. Also muss man sowas vorher in Angriff nehmen und abwickeln. Und es ist ja tatsächlich so, da wird mir Herr Jung sicherlich recht geben, wenn man Menschheitsgeschichte in den Blick nimmt, soweit sie uns bekannt ist, dann stellt man fest, dass sie eine Kette von Entgleisungen ist. Und ich habe mir überlegt, ob man mit der These, dass diese Entgleisungen vielleicht das Gleis sind, nicht besser zurande käme und ob der Motor unserer Geschichte nicht etwas anderes ist als das Fortschreiten wollen. Und ich sage es vielleicht mal thesenhaft, damit wir anfangen können zu streiten. Ist dieser Motor nicht Rachsucht? Eine Rachsucht gegenüber der Schöpfung, aus der wir herausgefallen sind, zu der wir nicht mehr gehören, gehören wie etwa die Tiere, und versuchen wir nun nicht, mit allen Mitteln das Paradies, das uns nicht mehr zugänglich ist, wir kennen den religiösen Mythos alle, dieses Paradies wieder mit technischen Mitteln herbeizuzwingen. Auch wenn dafür ein Paradies nach dem anderen, Tierwelt, Pflanzenwelt, Ökologie, die Vokabeln sind ja geläufig, dran glauben muss. Und möglicherweise stehen wir an einem Punkt, wo dieser Vorgang so weit fortgeschritten ist, dass wir auf unserer Paradiessuche mit unseren Reparadisierungsprojekten diesen Planeten so demolieren werden, dass wir auf ihn nicht mehr leben können. Und
Das ist der gedankliche Ansatz. Herr Hastmann, nur eine Klarstellung. Ich habe dieses Wenn in Ihrem Buch nicht gefunden. Sie empfehlen und verlangen eigentlich... Doch, Sie haben es gefunden, Sie haben es ja gerade zitiert. Es steht im Motto. Das wäre das Wenn gewesen. Weil im Buch steht... Im Motto steht etwas, was Sie nicht vorgelesen haben, Yahoos. Und Yahoos sind Figuren aus Gullivers Reisen, viertes Buch, Menschen, die aussehen wie Affen und sich auch so benehmen. Aber im Buch steht doch, dass das Untier sich selbst aus dem Verkehr ziehen möge. Nicht nur als Eventualität, sondern als Aufforderung. Sie sind aber... Und ich bin der Ansicht, dass diese Aufforderung eine sehr gefährliche Aufforderung ist, dass die Apologie der Mörder, des Mordes, als etwas Wünschenswerten, weil dieser Mord sich gegen den Menschen richtet und den Menschen schneller abschafft, eigentlich etwas ist, was nicht ohne weiteres überhaupt nicht gestattet sein sollte. Ich muss sagen, dass, wie ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gesagt, im Grunde ist das, und bitte seien Sie mir nicht böse, noch schlimmer als Mein Kampf. In Mein Kampf wurde nur ein Teil des Lebens auf der Erde der Menschen als unlebenswertes Leben angesehen. Bei Ihnen wird alles menschliche Leben als unlebenswert angesehen. Und Sie haben vorhin in dem, was Sie ausgeführt haben, nicht gesagt, dass Sie den Menschen, dass Sie zur Vernichtung des Menschen durch den Menschen auffordern und sogar als Advokat der Zerstörungsmaschinerie, der Rüstung und nicht nur der Rüstung, die in Bereitschaft gehalten wird, sondern der Rüstung, die angewendet wird, auftreten. Und das halte ich eben nicht nur für etwas gefährlich, sondern auch etwas für etwas Verderbliches, für etwas, das man natürlich nicht verbieten sollte. Denn ich glaube, dass Sie das Recht haben, auch solche extremen Meinungen zu schreiben und zu sagen. Nur sollte man ihnen mit ähnlicher Entschiedenheit entgegentreten, wie Sie es dort gesagt haben. Sie haben es jetzt verharmlost, indem Sie von Eventualität gesprochen haben. Ich habe den Eindruck, wenn ich diesen Text lese, da wird nicht von Eventualitäten geredet, sondern da wird ganz deutlich gesagt, so müssen wir es machen, das müssen wir tun, je eher wir die Menschheit abschaffen, umso besser. Hört doch auf, endlich die Menschheit retten zu wollen. Sie ist der Krebs der Erde und weg mit ihr. Ich nehme das als Kompliment, Herr Jung, als Kompliment, dass in dem Text Klartext geredet wird, dass sich die Menschheit so verhält, als ob dieser Text Kapitel für Kapitel, Seite für Seite wahr würde. Das habe ich nicht zu verantworten. Wie können Sie die Menschheit mit einem Teil der Menschheit, nämlich mit bestimmten Kräften, die rücksichtslos gegen das Leben vorgehen, identifizieren? Wie können Sie das tun? Wie können Sie eigentlich Nein. aufgrund der menschlichen Geschichte so tun, als sei das Teuflische im Menschen das beherrschende Prinzip? Ich glaube, die Fragestellung ist etwas anders oder der Ansatz ist etwas anders. Das Buch versucht, und deshalb reiben Sie sich daran und deshalb kritisieren Sie es vehement, das Buch versucht, einen Exorzismus, eine Austreibung, ich benutze das Wort Teufel nicht, weil wir uns jetzt beide nicht möglichst schwarz darstellen wollen, einen Exorzismus des guten Gewissens. Die Frage ist doch, ob Projekte, Anliegen, Pläne, zukunftsorientierte Arbeiten, für die Sie stehen, ob das Dinge sind, die im Endeffekt den Prozess umkehren können, oder ob Sie, auch das muss ich klar und deutlich sagen, oder ob Sie unwillentlich, denn dass Sie guten Willens sind, bestreitet Ihnen niemand, auch ich nicht, ob Sie unwillentlich eine Zuliefererfunktion haben. Ja, Sie gehen ja sogar so weit, dass Sie der Friedensbewegung, der ökologischen Bewegung mehr oder weniger Schwachsinn nachzuweisen versuchen. Sie nehmen die gar nicht ernst und meinen, das sind Schwachsinnige. Das sind Leute, die sich Illusionen machen, die glauben, es könnte besser werden, obwohl es ja gar keine Chance dafür gibt. Und sie liefern eigentlich keinen Beweis dafür, denn im Grunde ist es doch immer so gewesen, dass trotz der sehr gefährlichen und negativen Entwicklung immer wieder Menschen aufgetreten sind, die versucht haben, das Unheil einzugrenzen, den Gang zum Untergang zu verlangsamen.
Aber mit welchen mittelfristigen und langfristigen Erfolgen? Das ist doch gerade das Problem. Niemand wird einem Religionsstifter wie Christus vorwerfen, dass er nicht guten Willens gewesen sei. Aber dieser Religionsstifter mit seinem Evangelium hat Furchtbares, das wissen wir alle, das gibt die katholische Kirche zu, natürlich, hat furchtbares Unheil verursacht. Und ich reibe mich ja gerade an dem Widerspruch zwischen dem Bessermachen wollen, das ständig nach Auswegen sucht, ab und zu nicht nur alle 1000 Jahre Patentlösungen präsentiert. Hinter diesen Patentlösungen laufen Millionen und Abermillionen von Menschen hinterher, blindlings, bis erneut klar wird, auch das war eine ganz und gar, wir leben ja in solcher das Zeit, eine ganz und gar falsche Weichenstellung. Das gebe ich Ihnen durchaus zu. Und woher nehmen Sie den Optimismus, dass dieses Mal die Weiche richtig steht? Ich nehme gar keinen Optimismus. Ich sehe, dass wir zum Beispiel heute nicht mehr Raub und Totschlag auf der Straße haben, dass es so etwas wie das Gesetz gibt. Natürlich, aber es gibt Mord. Trotz alledem, wenn Sie mit dem Ende des vorigen Jahrtausends vergleichen, da war der Mensch vogelfrei, da gab es keine bindenden Gesetze und wir haben inzwischen doch einiges erreicht auf dem Wege zu einer Rechtsordnung, die keineswegs völlig befolgt wird. Es gibt Außenseiter, es gibt Abseitige. Es gibt Leute, die Rechtsordnung nicht honorieren und nicht dulden. Aber immerhin, wir haben eine Rechtsordnung. Wir haben auch keine Sklaverei mehr. Wir haben immer noch Sklaverei, aber die Sklaverei haben wir überwunden. Sie tun so, als sei die ganze Menschheitsgeschichte ein einziger Misserfolg. Ja. Und das stimmt einfach nicht. Herr Professor, an der Stelle, um ein wenig von dem Buch auch zu vermitteln. Dieses Buch ist ja auch eine Anthologie sämtlicher schwarzer, schwarzsehender Literatur der verfügbaren Geschichte. Sie blenden bewusst alle andere Literatur aus, so wie es andere umgekehrt tun. Könnten Sie vielleicht einen Abriss davon uns schnell wiedergeben? Nein, das möchte ich nicht tun, aber ich möchte mein Recht darauf verteidigen, und zwar mit einem Wort von Herrn Jung aus seinem Buch Projekt Ermutigung. Darin steht ein Satz gegen die Ausgewogenheit zu Deutsch, das ist O-Ton Jung, leise Treterei. Mhm. Dieser Ausgewogenheit möchte ich mich nicht schuldig machen und ich habe es in dem Buch hoffentlich auch nicht getan. Ich möchte ein bisschen doch hartnäckig bleiben. Was mich am meisten an der historischen Herleitung interessiert hat, ist ja die darin enthaltene These, die Menschen seien vor Ausbruch der griechischen Klassik eigentlich in ihrer Weisheit bereits ihrer Todeswürdigkeit sich völlig bewusst gewesen. Und dann hätte diese Klassik mit allen ihren Konsequenzen eigentlich den Menschen ihre Todesbestimmtheit ausgeredet. Was Sie ihr jetzt wieder ausreden wollen, sind Sie davon überzeugt, dass die frühe Menschheit, ehe eben rationales, wissenschaftliches Denken, also alles das, was wir herleiten eben aus der Antike, dass vorher eigentlich die Todesbestimmtheit, die Lebensunfähigkeit des Menschen im Menschen bewusst war? Mythen, soweit sie durch die Nachwelt nicht geschönt worden sind, legen das nahe. Und ich möchte das sogar noch verschärfen, indem ich Ihnen vorwerfe, Herr Jung, dass Sie natürlich ein Interesse daran haben müssen, wenn Sie trotz der außerordentlich zweischneidigen Erfahrung, die wir mit dem Motor Fortschritt gemacht haben, weiter auf Fortschritt setzen, nur jetzt den richtigen, nicht mehr den technokratischen, technologischen, sondern den wahren sozialen, dann haben Sie natürlich ein Interesse daran, zu sagen, vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 1500 Jahren war es schlechter. Meine These ist, und wir können die nur gegeneinander stellen, niemand von uns kann die Falschheit der Gegenthese beweisen. Meine These wäre, dass der Neandertaler nicht glücklicher oder unglücklicher war als wir. Vielleicht etwas scharfsichtiger, weil der Existenzdruck und der Kontakt mit Lebewesen, die diese Zäsur, diesen Bruch, dieses Herausgefallensein nicht erlebt haben, ausgeprägter war. Solange ich mit Maschinen umgehe,
wird mir wahrscheinlich nur sehr schwer bewusst, was falsch gelaufen ist. Wenn ich ungefiltert konfrontiert werde mit Natur, mit natürlichem Verhalten, mit instinktgesteuertem Verhalten, müsste es eigentlich auch uns wie Schuppen von den Augen. Wir erleben doch heute ständig das Versagen der Maschinen. Also wie können Sie das sagen? Wir leben ja heute in Angst vor dem Versagen der Maschinen und jeden Tag, den Sie lesen, lesen Sie von Pannen, von Verkehrspannen, von Fabrikspannen. Ja, aber diese Ersatzgeschöpfe... Wir wissen das alles. Die Frage ist nur, tun wir etwas dagegen? Meinen wir, dass wir fähig sind, dem Unheil zu steuern? Oder geben wir auf, wie Sie es gemacht haben, und treten dafür ein, dass wir uns selber abschaffen, weil wir einfach nicht würdig sind zu leben? Das ist, was Sie immer wieder in diesem Buch sagen. Ich kann Sie zitieren, ich finde das noch furchtbar langweilig, aus einem Buch zu zitieren. So schön geschrieben. Sehr fantastisch geschrieben. Das ist ja eben das Gefährliche, dass er so gut schreibt. Ich meine, Verführer können immer... Wenn Sie mir Aufgabe vorwerfen, dann müssten Sie eigentlich sich und mir erklären können, warum das Untier nicht mein letztes Buch gewesen ist, sondern warum anschließend zwei, drei weitere entstehen. Das habe ich mich ja auch gefragt. Ja. Warum haben Sie sich denn nicht selber abgeschafft? Weil ich Ihren Ratschlag nicht befolgt habe, mich aufzuhängen, denn ich habe manchmal lichte Momente. Ja. Und weil ich diese lichten Momente habe und weil ich neugierig bleibe und weil ich nicht glaube, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, bleibe ich hier. Ja, aber dann frage ich, sind Sie der Einzige, der lichte Momente hat? Dann wäre es doch möglich, als Gegenthese zu Ihrem Buch, dass es viele Menschen gibt, die lichte Momente haben und die es fertigbringen, uns aus dieser Krise irgendwann doch herauszuholen. Nie hundertprozentig, aber doch zumindest den Untergang zu vermeiden, während Sie ganz entschieden auf den Untergang zusteuern, ihn sogar beschleunigen wollen. Warum sollen nur Sie lichte Momente haben? Weil das Blitzlicht zeigt, dieser lichten Momente, zeigt, dass wir nicht erst seit 200, 300, 400 Jahren, seit der Renaissance oder seit dem Entstehen der modernen Naturwissenschaft auf diesem Wege sind, sondern offensichtlich als Gattung von vornherein. Ja, aber Sie belegen es ja, und ich muss da zurück in die Urzeiten, Herr Andergaard, das ist schon ganz richtig, hat mich sehr beeindruckt. Sie entnehmen aus der Tatsache, die wahrscheinlich unbestritten ist, dass alle Urlegenden Sintfluten enthalten und die Erwartung von irgendwelchen Weltuntergängen. Vermutlich die frühe Entdeckung des Todesphänomens als solche. Der Mensch muss ja damit sich auseinandergesetzt haben, als ihm bewusst wurde, dass er eben ein Ich ist und ein Ich, das sterben muss. Das muss ja religiöse Folgen gehabt haben. Aber in Ihrer Version heißt ja, dass der frühe Mensch war sich seiner Unwürdigkeit auf dieser Welt zu leben bewusst. Hat eigentlich auch als persönliches und Gesellschaftsziel vor sich den relativ nahen Weltuntergang gehabt. Und dann kamen die Aufklärungswellen der verschiedensten Religionen moderner Art und haben ihm das unglückseligerweise ausgeredet. Ja. Und haben ihm Hoffnung gemacht. Ja. Ja. Das sagen Sie doch. Ja. 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 Sind Sie wirklich so sicher, dass dieser frühe Mensch, dieser naive Mensch, unbelastet von all dem, was wir jetzt an Problemen kennen, dass der in Wirklichkeit so todessüchtig war? Ich glaube, jetzt wären die zwei Dinge in einem Topf, die auseinander dividiert gehören. Es geht erstens um Einsicht in Endlichkeiten, individuelle Endlichkeiten, unser eigenes Leben ist endlich und kollektive Endlichkeiten, auch die Gattungsexistenz, wenn man die Zeiträume nur groß genug wählt, ist endlich. Sind doch bei 100.000 Jahre drin. Moment, Herr Jung. Und Sie sagen jetzt, wir sind immer noch in dem einen Topf, ich möchte aber in einen zweiten. Sie sagen jetzt, ein derartiges Bewusstsein, ein apokalyptisches Bewusstsein, ein melancholisches Bewusstsein, die schwarze Brille, die macht die Existenz zur Hölle. Die Leute haben ja nichts Besseres zu tun, als die Treppe hochzustürmen, in ihr Dachstübchen und wieder aufzuknüpfen. Das ist vollkommen falsch. Melancholie hat mit Klarsicht zu tun, mit Desillusion, und das ist für mich ein Lebenselixier. Lieber Herr Horstmann, jetzt muss ich Sie doch zitieren. Ich zitiere nicht gern. Aber Sie empfehlen an einer Stelle, Seite 73 in Ihrer Erstausgabe, dass man die Charaktereigenschaften der Undeutsamkeit, der Härte, der Gefühlskälte, der Lust an Strafe, Schmerz und Gewalt
die sollte man für wichtig halten. Und wenn man gegen sie kämpft, dann kämpft man gegen die Selbstbefreiung der Gattung von ihrem Schicksal. Also sie treten für etwas unendlich Schreckliches ein. Und ich meine, dass sie das ja nicht nur, es ist ihnen durchaus unbenommen, das als Erkenntnis zu verkünden. Aber sie verkünden es ja nicht nur als Erkenntnis, sondern es sind ja daran Handlungsaufforderungen geknüpft. Und diese Handlungsaufforderungen, die sagen, bitte schafft euch doch endlich selber ab. Ihr seid das Unglück der Welt, die Menschheit. Der Mensch ist der Krebs der Erde, soll sich endlich zum Kristallinischen verändern. Wird die Erde sein, wenn kein Leben mehr drauf ist, wenn die Erde vermondet, sagen sie an einer Stelle. Ja, ich will keine Erde als Mond. Ich meine, dass die Erde ein Garten ist, den wir sehr oft zerstört haben. Und gerade weil wir ihn zerstört haben, müssen wir immer versuchen, ihn wieder neu zu pflanzen und das, was noch da ist, von dem Garten erhalten. Das, meine ich, ist die Größe des Menschen. Der Mensch ist bestimmt von Anfang an in der Tat schwach und zum Untergang vielleicht verurteilt, aber die Größe des Menschen ist, dass er Fantasie besitzt und dass er Tatkraft besitzt. Und das ist die große Geschichte des Menschen, der sich gegen diese gegen diese tödlichen Kräfte zur Wehr setzt und es eigentlich doch ganz erfolgreich getan hat. Denn wenn Sie sehen, wie viele Menschen heute auf der Erde leben im Vergleich zur Zeit des Neandertalers und in welchen, wie viel sie heute inzwischen erreicht haben, dass wir doch so etwas wie eine Zivilisation, eine Kultur, Sie sind Literaturprofessor, es hat immerhin so etwas wie Entwicklung einer Literatur gegeben, es hat Musik gegeben, es hat bildhauerische Kunst gegeben, es hat Architektur gegeben, es gibt auch Glück, menschliches Glück, das wird von Ihnen alles weggeschoben. Und dann wird gesagt, dieses Wesen ist ein Krüppel, ist ein Dings. Dieses Buch ist das Dokument eines Glücksmoments. Ach, das ist aber interessant. Ja, eines Glücksmoments im Denken und im zu Ende denken können, dessen, was passiert ist. Und jetzt gehen Sie... Moment, haben Sie sich berauscht an Ihre... Nein, die Berauschten, die sind in Ihrem Lager, Herr Jürgen. Das weiß ich nicht. Die Euphoriker, die sind in Ihrem Lager, nicht bei mir. Es gibt auch eine schwarze Euphorie. Ja, und eine weiße. Ja, gibt es sicher. Ich bin ja nicht, das müsste Sie eigentlich viel mehr irritiert haben, als die Tatsache, dass ich mich immer noch nicht aufgehängt habe. Ich bin ja nicht Kommandant eines Atom-U-Bootes geworden, von brennendem Tatendurst beflügelt, sondern ich schreibe weiter, genau wie Sie, Bücher. Und Bücher dienen dazu, unsere Welt, und jetzt bin ich wieder bei den lichten Momenten, auszuleuchten. In ihren guten und in ihren schlechten Möglichkeiten. Und ich bin mit Ihnen nicht einer Meinung, dass wenn ich Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte in den Blick nehme, ich freudestrahlend zugeben muss, immer weiter gegangen, immer besser geworden. So klang das Sie unterstellen mir etwas, genauso wie Sie den ganzen Leuten von der Friedensbewegung eine völlige Vertrotteltheit zu. Sie bauen sich da Türken auf, die es überhaupt nicht gibt. Wir alle wissen, dass wir es sehr schwer haben und versuchen, gerade weil es so schwer ist, versuchen wir gegen diese Schwere anzukämpfen. Versuchen Sie uns auch doch nicht aus uns irgendwie besinnungslose Optimisten zu machen. Gibt es neben der schwarzen Geschichte eine weiße? Oder ist diese sogar von übel, Ihrer Meinung nach? Seiner Meinung nur hier. Eine Irreführung. Die weiße Geschichte, das ist also die Aufzählung, alle Fortschritte. Wir sind zweäugige Wesen. Und ich bin der Meinung, ich möchte Herrn Jung seinen optimistischen Star gar nicht schicken. Ich bin gar kein Optimist. Sie sind ein Optimist. Nein, ich bin jemand, der meint, dass der Mensch wert ist, erhalten damit erhalten nur, zu werden. Ich möchte nur, dass das zweite Auge, das Sie geschlossen haben, sich auch öffnen darf und dass auch aus dieser Perspektive Widerrede laut werden kann, eine Widerrede, die nicht von vornherein, und jetzt werde ich vehement, dadurch stumm gemacht wird, dass Nazi-Vergleiche gezogen werden. Also zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, die meisten kennen mich überhaupt, weil ich dieses dunkle Auge, nämlich diese Warnung vor dem Untergang, als zu einer Zeit immer wieder geäußert habe, als die meisten Menschen eben noch blauäugig waren und das nicht sehen wollen. Und das glaube ich auch immer noch. Ich meine immer noch, dass wir enorm gefährdet sind, dass der Mensch sich selbst gefährdet, dass die Chance unserer Rettung keine große ist,
dass wir dennoch etwas unternehmen müssen, ständig versuchen müssen, diese Rettung zu ermöglichen. Also machen Sie nicht aus mir einen blauäugigen Optimisten, das bin ich nicht. Im Gegenteil, ich war einer, der ganz früh, als die meisten noch an den wissenschaftlich-technischen Fortschritt glaubten, in 50er, 60er Jahren auf die Gefahren dieses Fortschritts hingewiesen habe. Ich meine nur aber, dass dieser Fortschritt verändert werden kann. Dass man, wenn man erkannt hat, dass es so nicht weitergeht, man es anders machen muss. Und ich bin mit Ihnen einig, dass wir das Ende und das Sterben einer bestimmten zivilisatorischen Epoche miterleben. Diese zivilisatorische Epoche des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, der Vorherrschaft der materiellen Interessen, das ist eine Epoche, die allmählich zu Ende geht. Dahinter könnte aber eine ganz neue Epoche beginnen. Und warum soll man für diese Epoche, die Umwelt, die naturbewahrend ist, die menschenfreundlich ist, die kulturfördernd ist, warum soll man für eine solche Epoche nicht eintreten? Gegen alle Gefahren und gegen alle Gefährdungen. Sie sind ein Virtuose des Augenzwinkerns. Warum zwinker ich? Ich zwinker überhaupt nicht. Doch. Sie sehen selektiv. Sie sehen Menschheit. Jeder sieht selektiv. Sie ja. sehen auch selektiv. Ja, ich möchte ja nur das Recht für mein selektives Sehen. Und ich möchte nicht, sehen will ich Ihnen ja gerne zugestehen, aber Sie ich sagen. Ich möchte nicht, dass das verketzert wird mit dem Argument, hier ist jemand, dessen Produkt für alles zukünftige Unheil verantwortlich gemacht werden kann. Genauso wenig das wie... Das wäre ja ein Verdienst, wie Sie ihn sehen. Nein. Dieses Unheil soll doch so schnell wie möglich passieren. Aber jetzt haben Sie wieder angefangen, auf Seite 7 zu lesen. Schauen Sie, vielleicht Versuch eines anderen Zitats. Dieses reichhaltige Buch findet sich natürlich in einem einzigen Satz in Goethes Faust. Er wird natürlich dem Mephisto in den Mund gelegt, ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht. Denn alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Und besser wäre es, wenn nichts bestünde. So ist denn alles, was ihr Sünden verbergen. Wir sind alle Fußnoten zu Goethe. Ja, also es ist schon geschrieben. Natürlich. Allerdings dort zugeordnet dem Teufel. Wir wollen das Wort Teufel eher wieder weglassen. Ja? Und das ist nur ein Schauspieler in diesem Drama. Nicht? Ja, der Teufel ist nicht alles. Aber er hat Gegenspieler. Nicht? Sie wollen den Gegenspieler. Wenn ich das Buch nicht geschrieben hätte, hätte Herr Jung das erfinden müssen. Denn Sie brauchen doch die Reibefläche des Nein, genauso wie ich die Reibefläche eines bedingungslosen, weiter so, jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg brauchen. Da gebe ich Ihnen recht. Ich habe diese Reibefläche gehabt, das ist der Günther Anders, der aber wie ich, der also mit einer unbestechlichen Schärfe die Gefährdung unserer Zivilisation aufgezeigt hat, der aber nie aufgegeben hat, den Versuch zu machen, die Menschen zu retten, die Menschen von dieser Zivilisation wegzuführen, zu etwas anderem hin. Er hat seine Aufgabe nicht darin gesehen, Entwürfe für diese neue Zivilisation zu machen, das war nicht seine Aufgabe, sondern er hat die Gefährlichkeit, die Monstrosität dieser Zivilisation mit einer unerhörten Genauigkeit aufgezeigt und daran habe ich mich gerieben, da haben Sie völlig recht, das ist ja, sicher darf, richtig. Darf ich das aufnehmen und sagen, dass es mein Anliegen gewesen ist, die Gefährlichkeit und Monstrosität dessen, was sich in unserem Hinterstübchen im Kopf abspielt, aufzuzeigen. Ja, aber Sie haben Günther Anders auch vorgeworfen, dass er dann letzten Endes an die Möglichkeit einer Veränderung glaubt. Sie ja, haben mir gesagt, ist und das ist ein Skandal, dass er nachdem er all das aufgezeigt hat. Mir ist ein Punkt nicht klar. Wir gehen, da haben Sie ja vollkommen recht, wir gehen durchaus den größten Teil des Weges, auch in der Analyse, gemeinsam. Sie würden, wie ich, sehr viele Fragezeichen hinter sogenannte zivilisatorische Errungenschaften setzen. Sie würden mit mir ein Vernichtungspotenzial akzeptieren, das für die Gattung lebensgefährlich geworden ist. Für die Gattung, nicht für Einzelne oder für Gruppen. Und dann gibt es einen Punkt, wo das für meine Begriffe umbricht, in ein jetzt nicht faustisches dennoch, sondern ein, mir behagen die Schlagworte Optimismus und Pessimismus auch nicht, aber vielleicht müssen wir mit diesen Hilfsbegriffen leben, wo Sie
dieses dennoch gegen eine für meine Begriffe eindeutige Auskunft von Geschichte setzen. Und unvermeidliche, deshalb meine ich blinzeln. Und daraus auch moralisch über den moralischen Appell, jetzt gerade und letzte Minute das Ruder herumwerfen, die Dynamik dessen beziehen, was Sie tun. Herr Horstmann, Sie erwähnen selber in Ihrem Buch, dass Freud zwar vom Todestrieb gesprochen hat, aber auch von einem Lebenstrieb. Sie erwähnen, dass Erich Fromm von Nekrophilie gesprochen hat, aber auch von Biophilie. Und immer wenn diese Denker, die das Gefährliche und Negative wirklich wahrgenommen haben und bis zu einem weitgehend mit ihnen gegangen sind, wenn die dann sagen, gerade deswegen müssen wir umstecken, müssen wir es anders machen, da sind die mit einmal für sie schwachsinnig. Sie haben ja furchtbare Begriffe für diese, ich habe mir sie nicht alle aufgeschrieben, wie sie die Leute, die werden sozusagen einmal vertrottelt, sind einfach, haben keine Ahnung mehr, geben nach, werden weich und halten sozusagen diese Furchtbarkeit nicht durch. Nun kann ich mir durchaus vorstellen, dass man so etwas sagt. Sie sagen, ich halte das Schreckliche durch, ich denke es bis zu Ende und die sind alle schwach geworden und sind dann nicht fähig, es zu Ende zu denken. Die Frage, die ich mir stelle, haben wir nicht die Verpflichtung, statt dieses bis zum Äußersten durchzudenken, nur gerade aufgrund der Herausforderung dieses Schrecklichen uns zu überlegen, wie wir anders gehen können. Das halte ich für die große Aufgabe dieser Generation, die zum ersten Mal die Furchtbarkeit erkennt, die sich nichts mehr vormachen lässt, die aber gerade aufgrund dessen zu völlig neuen Lösungen kommt, völlig neu nachdenkt. Und ich glaube in der Tat, da haben Sie recht, der Antrieb, der uns alle bringt, ist die drohende Katastrophe. In der drohenden Katastrophe kann man resignieren, kann man zusammenbrechen, kann man sagen, es geht nicht weiter. Oder man kann sagen, gerade weil die Katastrophe so nah ist, müssen wir alles, was uns an Fantasie, an Lebenskraft, an Möglichkeit zur Verfügung steht, einsetzen, um einen neuen Weg zu werden, einen anderen Weg zu gehen. Das ist kein Augenzwinkern, das ist eine Entschlossenheit, die Geschichte der Menschheit, die es immerhin doch vielleicht wert ist, zu retten und sie nicht einfach dem Orkus zu überantworten, wie sie es tun. Sie werfen sie weg. Abfallprodukt, weg, Abfallprodukt, das Mensch, liegt, weg damit. Das liegt an einem Schritt, den Sie nicht gehen wollen und den ich auch mit dem Prädikat der Ehrlichkeit versehen würde, nämlich der Schritt, endlich die Konsequenz zu ziehen und deshalb auch mein Vorwurf an die Friedensbewegung, an deren hehren Motiven ich ja gar nicht nicht rütteln möchte. Nein, ich glaube, dass sie wie ihre Gegner aus der Fortschrittspartei einen blinden Fleck hat. Und diesen blinden Fleck würde ich nennen, dass sich nicht eingestehen können, dass wir ohnmächtig sind, dass wir Geschichte nicht machen, sondern dass Geschichte mit uns passiert. Es gibt, wenn Sie mir dieses banale Beispiel gestatten, es gibt Heiligenbilder, der heilige Nepomuk. Im Vordergrund der betende Heilige, im Hintergrund seine Lebensgeschichte. Auch das, was noch mit ihm passieren wird, insbesondere das Ende, das ihn zum Märtyrer, zum Heiligen macht. Und für mich ist das ein Bild, was unser Verhältnis zu Geschichte eigentlich schlagartig verdeutlicht. Es ist etwas in unserem Rücken, was sich abspult, was abläuft, was über unsere Köpfe hinweggeht und wir reden uns ein, wir steuern das. Ich schließe daran eine Frage auf der Suche nach einer möglichen Fehlerquelle. Sie selbst haben gesagt, wir machen nicht die Geschichte, die Geschichte macht uns oder wir werden von der Geschichte gemacht. Das ist beinahe ein Zitat Friedrich von Hayeks und bezieht sich auf eine wirklich markante Situation der frühen Menschheitsgeschichte, nämlich auf den Verlust der kleinen Gruppe, auf den Verlust der menschlichen Nähe, auf des Rudels und auf den Eintritt in die Massengesellschaft. Und da ist ja wirklich etwas Schreckliches passiert. Und eigentlich fast alles, was Sie herleiten in der schwarzen Geschichte der Menschheit, hängt mit diesem ursprünglichen Verlust zusammen.
Vielleicht auch der Verlust der Freude, so überhaupt weiterleben zu wollen. Sonst mehr möchte ich also Hayek nicht zitieren. Kann nicht sein, dass die Anstrengung zur Bewältigung der Massengesellschaft, in unserer Zeit heißt das Diskussion über Marktwirtschaft und dergleichen, dass diese Bemühung vielleicht doch als eine ernsthafte versucht werden sollte. Dieser Erbfehler, der uns von der Geschichte, der uns durch die Geschichte passiert ist, wir sind nämlich zu viele geworden, Massengesellschaft, dass der doch irgendwie reparabel ist. Also ich bin der Meinung, dass fromme Wünsche endlos multiplizierbar sind und dass wir insofern in einem ausgezeichneten historischen Moment leben, weil es sich aufdrängt eigentlich zu sagen, aber wir stehen ja nach all den frenetischen Anstrengungen immer noch mit leeren Händen da. Der heilige Gral, hinter dem wir herhetzen seit Jahrtausenden, hat sich immer noch nicht manifestiert. Und ist immer noch nicht greifbar geworden, auch computergestützt. Nicht? Und das ist eine Einsicht, Herr Jung, die, von der ich glaube, dass sie nicht nur in meinem Kopf rumort. Und die allgemeine Reaktion auf diesen Text war keineswegs eine Reaktion des Erschreckens. Im Gegenteil, es war eine Reaktion der Erleichterung, dass endlich jemand das ausspricht, was sehr, sehr viele offensichtlich gedacht haben. Das Unti hat so viel Streicheleinheiten bekommen, das ist schon fast manierlich. Ich versuche das zu erklären. Ich versuche es daher zu erklären, und nicht weil von man Nazis sich dann nicht mehr anstrengen muss. Sie haben in Ihrem Buch eine Stelle drin, ganz am Schluss, wo Sie die Geschichte mit einer Rolltreppe vergleichen und sagen, wir sollten doch jetzt in Ruhe mit dieser Rolltreppe in den Abgrund fahren und nicht versuchen, dagegen anzugehen und die Gegenrichtung zu gehen. Nicht? Ja. Also Sie, das ist ein Lob der Passivität. Und Nein. Das ist verständlich in einer so schweren Situation, so verstehe ich, lassen Sie mich ausführen, das in einer so schweren Situation, dass man diese Last gegen diese furchtbaren Dinge anzugehen, dass man die von sich abschüttelt und sagen, jetzt nehme ich das Schicksal hin und beschleunige es sogar und das ist das Richtige, was zu tun wäre. Und da meine ich eben, dass Sie zu früh aufgegeben haben. Und diese Tendenz zum Aufgeben ist ja nicht nur, insofern war Ihr Buch auch ein Erfolg. Es gibt heute bei vielen Menschen ein Gefühl, wir können es doch nicht mehr ändern, die Katastrophe ist unvermeidlich, schicken wir uns unser Schicksal. Das ist eine fantastische Sache, es bringt nämlich Erleichterung. Ich muss nicht mehr gegen all das angehen, ich muss mich nicht mehr wehren. Ich weiß, so ist es und so wird es sein. Feiern und das halte ich für... Feiern wir noch. Ne? Feiern wir noch, ja, auch das kommt dazu. Verkauft McWan, ja, ja, genau. Ja. Und da meine ich, das ist ein zu schnelles Aufgeben und wir müssen uns einfach gegen diese Tendenzen zur Resignation, zum Aufgeben, müssen wir uns wehren. Zumindest diejenigen Leute, die noch meinen, dass es eine lange Geschichte gibt, die vor uns liegt, keine unendliche Geschichte, aber eine sehr lange, Jahrhunderttausende lange Geschichte, die vor uns liegt. Und die müssen wir versuchen zu gestalten und müssen versuchen, eine andere Epoche, andere Möglichkeiten herbeizuführen. Und wissen Sie, viele, gerade diese Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind, nämlich das Zusammenbrechen einer scheinbar nicht zu beseitigenden Tyrannei, wie wir sie in den Oststaaten erlebt haben, das zeigt uns ja, dass es Möglichkeiten gibt, auch dort, wo man die Möglichkeiten nicht mehr vermutet. Es hat auch dort viele Menschen gegeben. Ich habe viele Menschen in der Sowjetunion, in der DDR gesehen, die gesagt haben, das ist nicht mehr zu ändern. Dagegen können wir nichts tun. Das ist, das steht nun einmal fest. Und ich meine, Sie sind ein bisschen so, wie, Sie werden wieder sagen, es ist die dritte Einschätzung von Ihnen, Sie geben auf. Und dieses Aufgeben verbrämen Sie als besonders mutig, indem Sie sagen, ich denke die Dinge zu Ende. Und in Wirklichkeit denken Sie Dinge nicht zu Ende, sondern Sie geben auf, weil Sie meinen, das Ende sei da. Das ist falsch. Und herrlich, ich möchte, das sagen. Ich dazu wollte Sie provozieren. Robert Jung mit Robert Jung widerlegen, indem ich auf das Kompliment eines Zitats mit einem Zitat von Ihnen antworte. Es geht um Zukunftswerkstätten, um die Teilnehmer an solchen Zukunftswerkstätten. Das ist ein Satz, den Sie mir aus der Seele geschrieben haben, Herr Jung.
Womöglich noch bedeutsamer wäre es, wenn zwar nicht alle, aber doch einige solcher in temporären Freiräumen der Fantasie sich Treffenden riskieren würden, öfter einmal auf jeden Gedanken an künftige Verwertung ihrer kreativen Arbeit zu verzichten. Mhm. Und ich plädiere für das letzte große Experiment, das uns noch offen steht, nämlich für das Experiment eines Moratoriums. Die Hände in den Schoß legen. 10 Jahre, 20 Jahre. Und zwar alle. Die Hände der Optimisten, die Hände der Hochrüster und die Hände der Friedensbewegten. Es wird Ihnen nicht gelingen, denn es gibt zu viele Aktive, die in die andere Richtung steuern. Das ist wirklich eine, das ist naiv, das zu sehen. Die wirklich dynamischen jetzt, Kräfte jetzt wollen heute. Wir die Naivitätskomplimente nicht auch noch austauschen. Mein Problem ist, dass das, was Sie als Rettung für uns alle präsentieren, das alte Patentrezept im neuen Gewande ist, nämlich Fortschritt. Sie wollen Erhaltung. Ohne aus Fortschrittsgeschichte gelernt zu haben, mehr Fortschritt. Und das ist eine Konsequenz, genau die für meine Begriffe analog ist zur Argumentation der Wissenschaft, die Nebenfolgen von Wissenschaft nur durch mehr Wissenschaft bekämpfen. Der Teufel mit Beelzebub. Das ist eine Methode, die nicht funktionieren wird, weil sie nie funktioniert hat. Und wenn Sie auf soziale Experimente konsequent setzen würden, dann müssten Sie das einzige Experiment, das noch in der Menschheitsgeschichte noch nicht durchgeführt worden ist, anraten. Und das ist ein Experiment, das ich nur mit einer religiösen Vokabel benennen kann. Es gibt ja diese Haltung, die Hände in den Schoß legen, nichts tun, zusehen, nachdenken, die gibt es ja, die heißt Andacht. Und für mich ist unter anderem der Untiertext ein andächtiger Text, weil er sich klar zu werden versucht, was sind wir denn? Sind wir wirklich die irregeführten Engel, die man nur befreien muss, damit alles bestens funktioniert, denen man nur das richtige Stichwort, die richtigen Instrumentarien, die richtigen Planungen in die Hand geben muss, oder sind wir etwas anderes? Sind wir nicht aus so krummem Holze, dass wir uns im Spiegel von Geschichte ganz ungeschönt und wahr entdecken? Und können wir nicht erst wirklich uns ändern, wenn wir diese Wahrheit akzeptieren? Sicher, sicher. Und Sie unterstellen denen, die sich um das Überleben der Menschen kümmern, dass sie nun meinen, dass hier der Übermensch oder der Idealmensch entstehen sollte. Nein, das, wofür wir heute kämpfen, ist die Sustainable Society, das heißt die Möglichkeit, dass die Menschen auf dieser Erde und miteinander weiterleben können, aber darüber hinaus sich neue Ziele setzen können, die sie nie 100% tun, so als ob jeder Versuch, etwas Neues zu machen, einen 100%igen Erfolg erzielen will. Es genügt, wenn man nur einiges verbessern kann. Und das wissen wir heute, dass man nur einiges verbessern kann. Wir wollen gar keine Geschichte ohne Schatten. Aber ich will nicht eine Geschichte, die völlig im Schatten des Untergangs liegt, wie Sie sie uns vorstellen. Weil Sie krummes Holz gesagt haben, man sagt, der liebe Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Und er dürfte auch aus krummen Holz relativ aber der, gerade der Menschen. Aber der ist uns ja nun verloren gegangen. Ja, und der ist weg. Ja, jetzt stelle ich mich mit einer Frage wiederum ganz auf Ihren Standpunkt. Nämlich auf den Standpunkt, den ja andere Autoren, Köstler, viele, die Sie zitieren, den ja andere Autoren auch haben, nämlich dieser Menschheit sei erstens wirklich nicht mehr zu helfen. Oder noch schlimmer, sie sei so entgleist, vielleicht auch so von Natur aus böse oder verkonstruiert,
diese ganze Hirnentwicklung. Das Hirn sei wirklich der entsetzliche Krebs dieser Biosphäre. Nehmen wir das alles als gegeben an. Dann ist die erste Frage, wieso kommen wir dann auf den edlen Gedanken, uns selbst zum Nutzen der Welt aus dieser Welt herauszunehmen? So schlecht werden wir dann wieder nie. Ja. Ja. Und die zweite Frage ist eine technische, wirklich technische. Wie machen wir es? Wie machen wir den 5 Milliarden Selbstmord, der die Menschheit zurücknimmt aus der Schöpfung? Die zweite Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Dafür gibt es Spezialisten und Experten, die ihre Sache verstehen. Die erste Frage, ich finde, dass dieses Wesen mehr erkennt, als es pragmatisch umsetzen kann, das ist ein sehr erfreulicher Charakterzug. Und ich plädiere ja gerade dafür, dass wir diesen Charakterzug nutzen und dass wir nicht ohne, wenn wir denn abtreten sollten, dass wir nicht ohne philosophischen Grabstein abtreten. Aber den werden wir nie mehr lesen können. Den können wir lesen, während ein Steinmetz ihn anfertigt. Sie schreiben aber nicht, wenn wir abtreten sollten, sondern wenn wir abtreten wollten. Sie setzen ja den Willen zum Untergang ein. Und das ist das Neue und das ist auch, was Ihr Buch zur Sensation gemacht hat, dass hier ein Mensch bewusst für den Untergang eintritt und durch diese Überspitzung einen natürlich zu der Überlegung bringt, was könnte man dagegen unternehmen. Für mich waren Sie außerordentlich wichtig. Für mich sind Sie seit das Buch erschienen ist ein Stachel im Fleisch oder ein Stachel im Kopf, wenn Sie so wollen. Weil ich immerzu versuche, dieser tiefschwarzen, tief pessimistischen, tief resignativen Haltung etwas anderes entgegenzusetzen. Also wissen Sie, dass es ein Elendstod werden könnte, ein Dahinsiechen über also Jahrhunderte. Also kein plötzlicher Untergang. Das ist ja offenkundig und wir kämpfen dagegen. Und möglicherweise behalten Sie recht, wenn Sie sagen, dieser schreckliche Elendstod wird uns ereilen. Und wenn es auch nur in der Evolution ist. Aber wenn wir uns den Wunsch erfüllen sollten, den Sie uns nahelegen, wirklich jetzt, wirklich technisch gefragt, wie macht man es? Ich meine, es gibt eine große Hoffnung, vor Monaten hat man uns dann den Zusammenstoß mit den Planetoiden vorausgesagt für das Jahr 92, später für das Jahr 94, der von einer Größe ist, der möglicherweise für den Weltuntergang reicht. Solche Dinge soll es an die 10, 20 Mal in der Erdgeschichte gegeben haben. Das ist jeweils der Wechsel von einem Erdalter zum anderen, mit dem Sterben von 95% der damaligen Tierarten. Also sowas könnte ja uns helfen, Ihre Wünsche. Sie tun so, als säße ich am roten Knopf. Wenn Sie den roten Knopf hätten und das den Planeten ist eine, lenken. Das ist eine Frage, die vollkommen quer steht zu solchen Überlegungen. Das Buch ist ein vehementes Plädoyer gewesen gegen Machertum. Nicht nur die Welt machen, die bessere Welt, das Paradies machen, auch Geschichte machen. Und jetzt drängen Sie mich in eine Rolle, wo Sie mich fragen, wie macht man den Untergang? Ja, weil Sie ja den Homo Instinctor verlangt haben, weil Sie immer wieder sagen, das ist der Weg, den wir ich gehen habe, müssen. Ich mache etwas anderes. Ich sehe mir eine Entwicklung an, die für mich eine, Sie mögen das schwarz nennen oder pervers, die für mich eine Logik hat, die kopfstehender Hegel ist. Also nicht ein Weltwille zur zunehmenden Vergeistigung, sondern ein Weltwille zur Abschaffung. Das ist aber ein wichtiges Wort jetzt, Hegel. Das ist nämlich dieser deutsche absolutistische Geist, den Sie ins Umgekehrte verdrehen. Nicht wahr? Das ist, wir leben in einer Welt von Gut und Böse. Aber ich lasse mir das Gut nicht wegnehmen, nur weil das Böse sehr stark ist. Ich versuche Ihnen doch gerade den höchst unpragmatischen Ansatz zu verdeutlichen. Und deshalb habe ich zu Anfang Eventualitätsphilosophie gesagt, und das war keine faule Ausrede. Ich versuche Ihnen zu verdeutlichen, dass dieses Buch aus einem Impuls geschrieben worden ist, aus dem die ganze Science-Fiction-Literatur lebt, nämlich aus dem Impuls des Vorauseilens an einen Punkt, an dem Denken nicht mehr möglich sein wird. Und der Versuch, sich von diesem Punkt aus mit dem, was war und was wir waren, auseinanderzusetzen und logisch zu rekonstruieren,
Wie ist es dazu gekommen? Das steckt dahinter. Wobei Sie einen Teil der Geschichte eben dann ausblenden müssen, weil Sie eben alle die Versuche, das Schicksal, ich rede jetzt nicht von der technokratischen Beherrschung der Erde, sondern eben von dem Versuch, Toleranz, Solidarität, Gesetzmäßigkeit einzuführen, all das, das ist, gehört ja auch zur menschlichen Entwicklung. Und ich glaube, dass diese Entwicklung nicht am Ende ist, dass eben eine bessere Gesellschaft, eine tolerante, solidarische Gesellschaft möglich ist, dass eine Gesellschaft, in der die Kultur eine größere Rolle spielt als die materiellen Güter, eine Gesellschaft, in der wir eine Zukunft haben werden, in der ästhetische Werte eine Rolle spielen, die sie heute nicht spielen, was an die Seite gedrängt wird. Das heißt, dass wir an der Schwelle zu einer neuen Zivilisation stehen, an der wir denkend und fantasierend mitarbeiten können. Und ich würde Sie auffordern, nachdem Sie nun also diesen einen dunklen Weg zu Ende gegangen sind, dass Sie doch einmal, und sei es auch nur als Eventualität, an diesem hellen Weg ein bisschen mit Ihrer enormen Formulierkraft und Fantasiekraft mitarbeiten können. Wäre doch möglich, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf das Schlusswort noch ein Schlusswort... Das war gar kein Schlusswort. Das war eine Aufforderung. Das klang aber so. Schauen Sie, aber ich kann zu einem Schlusswort überleiten mit der Frage oder mit der Beobachtung. Ich habe das öfter mit sehr alten Herren der österreichischen Geistesgeschichte zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie schon zu den sehr alten gehören. Zu den älter werdenden. Und eines fällt dabei auf, dass die großen Mahner, die nicht ihre Konsequenz hatten, sondern aber wirklich Mahner und Ankündiger des Untergangs, Apokalyptiker waren, zum Beispiel Konrad Lorenz mit den Todsünden der Menschheit, dass die alle dann beim Älterwerden, oder sagen wir ruhig beim Altwerden, jetzt können Sie das definieren, was das ist, dann eigentlich sich sehr bemühen, letzte Hoffnungslichter zu setzen, entgegen ihren Warnungen, wie die Menschheit trotz dieser Warnungen, durch diese Warnungen überleben könnte. Und jetzt frage, das könnte ein Schlusswort werden. Können Sie sich vorstellen, Sie sind ja furchtbar jung. Man mutet Ihnen ja auch das, was Sie schreiben, gar nicht zu. Können Sie sich einfach vorstellen, dass Sie durch älter werden oder alt werden, letztlich das Bedürfnis bekommen, nicht zu widerrufen, falsches Wort, aber darüber hinaus einfach ein Stück dieses Lichtweges zu suchen in dieser dunklen Welt, die Sie gemalt haben. Das ist eine Art des Vorauseilens, die mir sehr schwer fällt. Ihr Gesicht widerspricht aber bei dem, was Sie schreiben. Sie wieder mehr in die andere Richtung. Sie widersprechen, glaube ich, sich selbst auch in einer Beziehung. Sie predigen und Sie glauben an die Macht der Predigt und daran glaube ich nicht mehr. Ich glaube an etwas und seltsamerweise kommen wir da wieder zusammen. Ich glaube an das Gedankenspiel und an Gedankenspielerei. Das ist ein risikoreiches Unterfangen. Dabei kann man sich Verletzungen holen. Es gibt auch eine Antarktis im Kopf. Ich würde sagen, dass wir auch solche Regionen explorieren müssen, dass wir das nicht verbieten dürfen. Sicher nicht. Dass solche Expeditionen uns wichtige Dinge über uns selbst mitzuteilen haben, dass wir das Recht haben zu schwanken, dass wir das Recht haben zu entdecken, dass Wahrheit nicht reduzierbar ist, wie das die Computerwissenschaftler glauben, auf Ja-Nein-Entscheidungen, dass es höhere Wahrheiten gibt, die sich nur paradox formulieren lassen, selbst widersprüchlich. Und dass man über das eigene Leben, über die sogenannte weltanschauliche Konsequenz eben erst ganz zum Schluss etwas sagen kann, beziehungsweise vielleicht nur die Überlebenden. Und die Tatsache, dass alte Männer versöhnlich werden und weise und zukunftsfroher, das ist nicht in jedem Fall so. Ich erinnere mich an jemanden, der bis ein Jahr vor seinem Tod ein Musterbeispiel gewesen ist für ihre These, H.G. Wells, der begonnen hat mit Entropieromanen, Zeitmaschine, der dann Zukunftsentwürfe, die immer mehr auswucherten
auf den Markt gebracht hat, Jahr um Jahr, bis sein Name zu einem Schlagwort wurde für seichten Optimismus, Wellesian, und der dann mit seinem letzten kleinen Pamphlet, 60 Seiten, The Mind at the End of its Tether, der Geist mit seinem Latein am Ende, die gesamte optimistische Phase widerrufen hat und da angeknüpft hat, wo er zu Anfang dazu stand. Dazu kann ich Ihnen etwas erzählen. Das wünsche ich mir auch. Ja, aber ich muss Ihnen etwas, ich möchte Ihnen etwas gerade zu H.G. Wells erzählen. Ich habe seine jahrelange Lebensbefährtin Moira Budberg, die mit ihm zusammen war in diesem Jahr, als er das schrieb, gesprochen und sie gefragt, wie ist es dazu gekommen? Und sie hat mir gesagt, er hat das geschrieben, als er todkrank war, als über uns die Doodlebox, das waren die V2, flogen, und er hat sozusagen die Welt mit sich nehmen wollen. Er wusste, er musste sterben, also sollte die Welt auch sterben. Das ist üble Nachrede, Herr. Das ist nicht üble Nachrede, das ist das, was seine Lebensgefährtin gesagt hat, die ihn ja gut gekannt hat. Und der glaube ich gerne. Und ich will damit nur auf Folgendes hinweisen. Ist es nicht vielleicht so, das müssen wir auf alle beziehen, dass wir unsere persönlichen Befindlichkeiten auf die Weltgeschichte projizieren und von da aus weltgeschichtliche Deutungen wagen? Muss man nicht sich eben genauer fragen, und darum habe ich diese sadomasochistische Linie nicht angezogen, um sie irgendwie zu beleidigen, sondern weil ich eben meine, man muss die Grundbefindlichkeit, die seelische Grundbefindlichkeit eines Menschen kennen, um seine Gedankenbeute besser erklären zu können. Und das scheint mir so außerordentlich wichtig zu sein. Wichtiger aber noch ist, das darf alles gesagt werden, es muss aber ständig den Widerspruch geben. Darum meine ich zum Beispiel, dass so etwas wie diese Disputationes so wichtig sind, dass die hundertfach stattfinden sollten, dass man alles zu sagen hätte, dass man mehr diskutieren sollte, dass man mehr besprechen sollte. Und was mich heute stört, ist, dass so viele Menschen vorm Fernsehapparat sitzen und passiv gemacht werden, anstatt selber zu diskutieren und selber sich in Frage zu stellen. Ein Fernsehapparat, den wir gerade eine Stunde lang beliefert haben. Lassen wir unsere Theorien an unserer Stadt sterben, sagt Karl Popper. Ne? Sind Sie einverstanden mit Schluss? Danke Ihnen, meine Damen und Herren.